Ah. Wo kann ich das jetzt verändern? Ja, okay, auf Tab habe ich eine Gebietskarte und. Hä? Ach, Monster! Poi Poi. Ach, da sehe ich all die Monster, die ich schon erledigt habe. Poi Poi, Splattersaw, King Crabstick und Mickey Coral. Klammern Myron Nance? Nance? Hä? Myron? Ach, das sind wahrscheinlich die Namen, bevor die gestorben sind. Also ihre Namen, als sie noch gelebt haben. Myron ist genauso gestorben, wie er gelebt hat. Lächerlich bekleidet. Okay, die werde ich dann am Ende von den Leveln male vorlesen. Also, es gibt hier ja, denke ich mal, verschiedene Level. Soll ja auch Bosse geben und nach dem Boss lese ich ja an alle mal vor. Erstmal gucken, wie weit es überhaupt bis zu einem Boss ist. Alpha Helm, Stuntman, Demokratie, Toter Baron, gesperrt. Toter Baron, Demokratie, Stuntman, Alpha Helm, Abenteurerhut, Skater oder Musikliebhaber. Stuntman. Und die Säge? Donut, Ente, gesperrt. Gesperrt, normal. Gesperrt, gesperrt. Ente, Donut, Axt, gesperrt. Oh. Gut. Ich nehme mal die Ente, einfach weil es so schön zur Story passt. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Nett. Kann ich jetzt. Oh. Oh. Kiss my ass. Kiss my ash. With love ash. Oh. Oh. Was? Dieses Spiel ist göttlich. Dieses Spiel ist einfach nur göttlich. Oh, meine Güte. Das ist schön. Da ist ein Stein. Oh. Okay. Ich kann das also auch hiermit einfach zerschießen. Ja, ich grab mich trotzdem. Ja. War vielleicht doch keine so gute Idee, mich so an dem Stein vorbeizugraben. Was soll's, machen wir es nochmal. Yay. Also, so. Ach, da ist ja auch unser Brain noch. Das gibt's ja auch noch. Im Umgang mit Gehirn empfiehlt sich rohe Gewalt aus der Ferne. Wenn man nur eine Taste drückt, gibt es kein richtig oder falsch, stimmt? Ja, wenn man nur eine Taste drückt, schon. Ja, ne? Wow. Quiz of Doom. Was? Was? Quiz of Doom? Wie lange lebt ein totes Karnickel im Durchschnitt? Space 2 Jahre, E 7 Jahre, X über. Over 9000! Oder F, WTF? Over 9000, natürlich. Was? Nein, es wäre WTF ge. Was? Hä? Hä? Warum WTF? Warum Quiz of Doom. Ach, wegen dem Totenkarnickel. Ach so, aber Over 9000 ist auch schön. Over 9000! Aber WTF? Yay! Ja! Ja. Karottenraketen können gefährlich sein, wenn sie im Schwarm kommen. Ja. Ach, da ist schon der Boss, oder was? Ist da jetzt schon der Boss? Ja, ich denke mal, das ist der Boss. Oh, let's fail. Das ging ja ziemlich schnell zum Boss. Ja. Ja, das war ja. Hier oben ist da lang und hier unten komme ich hier weiter. Und springe ich zum Boss. Nein, heil mich. Ah, eintreten mit E. Hä? Es regnet in der Hölle? Wie kann das sein?
und überall Kreuze im Boden. Das ist un... Nein, das ist heiliger Boden. Hier dürfen wir uns nicht aufhalten. Ja. Oh. Fügogo. Autsch! Das tut weh! Diese Decken hängen viel zu tief. Was sagt die Arbeitssicherheit denn dazu? Dafür ist es schon zu spät. Sonst ist aber nichts passiert. Oh, es geht schon. Danke der Nachfrage. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin gerade erst angekommen. Zum Bosskampf. Mein erstes Mal, um genau zu sein. Ich komme nur weiter, wenn ich dich besiege. Oh, das ist ja schade. Du bist eigentlich nett. Wollen wir? Wir sollten wohl. Ja. Halt! Halt! Meine Bilder. Hast du die? Bilder? Ich fürchte nicht. Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Also, packen wir es an. Soll ich vielleicht mit ein paar furchterregenden Geräuschen anfangen? Meinen Freunden zufolge ist meine Boss-Stimme ganz ordentlich. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr Unterton von... ja. Kann ich dir jetzt einfach... Ja, ne? So. Was? Was? Kriegt der ein Upgrade? Ich dachte schon, er kriegt ein Upgrade. Hä, wo ist er hin? Ah, da! Nein! Nein, geh weg! Ah. Treffer! Was? Was ist denn jetzt los? Hä? Na? Jetzt schon eine zweite Phase? Die haben jetzt schon mehrere Phasen, die Bosse? Was? Ach, da oben ist er jetzt. Naja, bisher ist er ja nicht so schwer. Okay. Elektrokugeln, aufpassen. Au! Nein, ich habe eine Reaktion von einem toten Fisch. Und sie ist echt, er ist nicht. Die Augen eines Maulwurfs und die Reaktion eines toten Fisches. Wow. Ja, dritte Phase. So. Was ist das? Eintreten mit E. Was? Ah. Was? Nein, wie komme ich jetzt? Nein, ich kann nicht mehr so... Nein! Ich konnte irgendwie nicht mehr springen. Nein. Oh, alles nochmal. Ja, die erste und zweite Phase sind ja kein Problem. Oh Gott, Glück gehabt. What? Was? Die waren alle viel zu nahe. Ich konnte nicht ausweichen. Oh, wo ist er hin? Da. Ah, meine Güte. Ich gehe über dich rüber. Geschafft. Immer auf der rechten Seite bleiben. Immer auf der rechten Seite bleiben. Zweite Phase. Warning steht da. Da steht Warning. Ach so. Nein. Nein. Ich bin eingekerkert. Help me. Help me. Nein. Au. Oh, verdammt. Au. Oh, na klasse. Das sieht auch schon viel glücklicher aus. Das schaffe ich jetzt so bestimmt. Yay. Hier rein und dann... Ballern! Ballern! Au! Dann... Hä? Ich will da... Kann ich da nicht weiter? Nein. Ja! 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 Ja!
Komm schon! Ja? 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 Ja! Atomexplosion! Aber richtig übel. Mein Plan verläuft ganz prächtig. Bis jetzt! Bis jetzt! Hey, was war das denn? Hier komme ich jetzt weiter, ne? Was ist denn da? Da kann ich hoch. Wow. Nein, ich will noch nicht irgendwo runterspringen. Ich will da erst hoch. Meine Güte, hab's Graben verlernt. Mann. Geht doch. Geheimes Geschenk. Du hast einen Hut gefunden. Für mehr tolle Dinge sieh dir das Anpassungsmenü an. Oh yeah. Ach, jetzt haben wir so einen Bauarbeiterhut. Ich will aber meinen alten Hut wieder haben. Hier, ich will jetzt erstmal ein Stuntman sein. Okay. Dann hier weiter runter. Links erstmal. Wir sind ja noch in der Hölle. Also, oder ändern sich die Stages überhaupt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe doch. Hä? Hä? Ah, ach so, man muss rechts runter. Okay, okay, okay. 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 Ah, doch, jetzt sind wir in einer anderen Stage. Okay. Dann lese ich jetzt noch einmal alle Monster vor, die wir gefunden haben. Und ja, dann werde ich ein anderes Mal weiter aufnehmen. Also, als allererstes haben wir befreit Poi Poi, in Klammern Wallace Bean. Manchmal, wenn du gegen Freunde spielst und ihnen Müll auf ihren Bildschirm schickst, geht etwas davon verloren und landet hier. Und von da an geht's bergab. Er ist also die Spam-Nachricht. Oder wie? Splattersaw, in Klammern Ernesto Stanford. Ernesto wurde immer von fiesen Kindern in der Höllenschule rumgeschubst. Dann hat er angefangen, sein Pausengeld für eine kleine Modifikation zu sparen. Siehst du sie? Ist ja auch nur kaum zu übersehen. King Crabstick, in Klammern Quentin Montano. Du wärst auch angepisst, wenn du ein Riesenauge wärst und an den Wänden hoch und runter kraxeln müsstest. So viel Staub und Spinnenweben, da wird man ja nie fertig. Ja, natürlich. Ach stimmt, King Crabstick, ach ja stimmt, der hat hier so eine Krone, oder? Mickey Coral, Klammern Myron Nance. Myron ist genauso gestorben, wie er gelebt hat, lächerlich bekleidet und hatte selbst in der Hölle einen komischen Namen. Super Duper Fly. Ja, in Klammern Zane Scrux. Zane liebt sein Leben als Fliege in der Hölle. Die Auswahl beim Abendessen ist immer enorm. Besonders hat er sich auf die Überreste von Splattersaw gefreut, aus welchen Gründen auch immer. Yeah. Fort Thoughtwave. Dr. Carwash Hima. Dr. Ima, der berüchtigste Milliardär der Erde, hat mal behauptet, der schlauste lebende Mann zu sein. Als er dann aus steuerlichen Gründen ein Jahr lang seinen Körper verließ, erlitt sein Gehirn einen fatalen Stromausfall. Naja, es hat jetzt aber schon wieder eine Menge Strom, ne? Und Fuego, keine Ahnung. Luther Dauguire. Ah! Obwohl er für seine Höflichkeit bewundert wird, möchte der Verband der Hell Yeah Posse ausdrücklich darauf hinweisen, dass Luther keinesfalls die zukünftige Haltung dir gegenüber repräsentiert. Oh, das finde ich jetzt aber schade. Also keine netten Bosse mehr? Mann, ist ja voll blöd. Ja. Ne? So, das war's dann erstmal und im Technikgebiet geht's dann weiter ein nächstes Mal. Tschüss!